Das ist es. Das ist es. Ja, damit hallo und herzlich willkommen im Steinekeller. Ich bin der Tobi und ich schaue mir gerade mal einen Lego-Katalog an. Und da bin ich auf etwas ganz Tolles gestoßen, nämlich Lego Castle, Ritterburgen. Würde ich sofort nehmen. Das Problem ist nur, Zeitreisen gehen noch nicht. Das ist aus dem Jahre 2013. Na, das ist doch was. So stelle ich mir einen Katalog vor oder das, was man im Sortiment haben sollte. Ja, leider wissen wir alle, dass Lego Ritterwelt nicht existiert im Sortiment von Lego. Wie macht man es jetzt aber? Weil mir würde das schon gefallen. Ich denke mal, da gibt es genügend bei euch auch, die ja ein Faible dafür haben und sich gern vielleicht eine Ritterwelt zusammenstellen würden. Ja, in diesem Zuge schließen wir die Vergangenheit und gehen noch ein bisschen tiefer zurück. Wenn man so schaut und in den vergangenen Jahrzehnten mal zurückschaut, was Lego da alles rausgebracht hat, wie gesagt, im ersten Jahrzehnt oder zweiten Jahrzehnt, ja, ersten Jahrzehnt, sagen wir es mal so, dieses Jahrtausends, Jahrhunderts war das so. Und geht man dann zurück in die 80er und 90er Jahre des vorherigen Jahrhunderts, das klingt doof, aber ist leider so, dann kommen da solche Sachen zutage. Hä? Das ist doch mal was. Oder sowas hier. Da kommen so, ja, Kindheitserinnerungen auf. Das war so das klassische Lego-Castle-Thema. Finde ich toll. Und dann habe ich noch was gefunden. Wie soll ich das sagen? Das ist so eine Art Bauzeitschrift, keine Ahnung. Ist erschienen 1990. Und das ist so ein, ich weiß nicht, vielleicht kennst du ein oder andere, so ein Heft oder so ein Magazin, wo man gezeigt wird, was man aus so einfachen Steinen bauen kann. Und wenn man da so durchblättert, also da kommt alles möglich. Also da kommt City und es kommt die Ritterwelt. Im ganz klassischen Lego-Stil. Hier sind dann auch noch Bauanleitungen mit verbaut. Was man so alternativ aus den Sets, die man kaufen konnte, damals noch alles bauen konnte, finde ich einfach genial. Das sieht man eigentlich hier schon auf dem Bild. Da sind ja schon mehrere alternative Baumöglichkeiten mit angegeben. Und wenn ich das noch weiter umklappe, da kommen da auch die Anleitungen dazu. Kurz und prägnant, wie man sowas dann gestalten kann. Oder hier eine Kutsche ist auch mit dabei. Was haben wir noch? Ja, ein ganz kleines Dörfchen mit Mühle ist auch mit dabei. Also theoretisch könnte man sowas jetzt nachbauen, wenn man das Ding hat und mit den Einzelsteinen. Aber worauf ich hinaus will, ich habe ja bisher noch gar nichts von Lego Ritter. Und es ist natürlich schwierig, das wisst ihr selber, wenn man jetzt irgendwo in den Laden reingeht und ja, eine Burg oder irgendwas Mittelalterliches holen will, da wird es etwas schwierig. Von dem her, was kommt jetzt? Ich nehme euch mit auf eine Reise. Eine Reise zum Bauen einer Lego-Ritterwelt mit dem, was momentan da ist. Ich werde euch zeigen, welche Sets ich mir da rausgesucht habe. Was das natürlich auch preislich vielleicht eine Rolle spielt, gehe ich auch noch ab und zu drauf mit ein. Dass man so ein bisschen ein Gefühl hat, für was kann ich was erhalten oder was macht Sinn. Zudem wird es ähnlich sein wie bei der Piratenwelt. Am Anfang sind es einfach nur einzelne Häuser, einzelne Dioramen, die dann irgendwann zusammen
eine ganze Szenerie, also ein ganzes Layout dann ergeben. Ja, in diesem Sinne lade ich euch ein, mit mir auf diese Reise zu gehen. Ihr seht, was man alles so machen kann. Stand heute, Stand 2022. Zum anderen möchte ich noch etwas erwähnen. Wenn ihr auf diese klassischen Lego Castle, Lego Ritter Themen steht, da gibt es einen Kanal, der sich speziell mit diesen Gebäuden befasst oder ein ganzes Ritter-Layout erstellt hat, nur mit diesen Gebäudestilen. Und zwar ist das Brick Relikt, ist verlinkt. Da schaut's mal rein, das ist echt super gemacht. Nur anhand dieser klassischen Sets finde ich einfach genial. Das lohnt sich, da mal reinzuschauen. Oder wenn man weiter in dieses Fantasy-Thema reingehen will, der Lego-Ritter-Welt, was man sonst noch so alles gestalten kann, kann ich euch nur Steinklusiv empfehlen. Schaut da auch mal rein. Er hat auch ein komplettes Layout erstellt mit Lego-Rittern, mit der Lego-Ritter-Welt. Und ja, bis es soweit ist, Lego-Ritter-Welt Nummer 1, wünsche ich euch alles Gute. Bleibt mir gewogen. Bis dahin. Ciao. Ich gucke mir noch ein bisschen Katalog an.